Gute. Wir sind mal wieder auf dem Weg zum Verwandtenbesuch im Pflegeheim. Und wenn die ältere Dame dann Lust hat, dann gehen wir mit ihr auch ein bisschen einkaufen. Kommt ja sonst immer so wenig raus und dann freut sie sich, wenn sie selber noch mal ein bisschen was machen kann. Apropos einkaufen. Da war jetzt wieder so ein interessanter Artikel, den ich natürlich auch wieder gesehen habe und lesen musste. Da ist jetzt ein Hersteller von Einkaufswagen dran, die Einkaufswagen digital zu machen. Kennt ja jeder normalerweise, wenn man einkaufen geht, was macht man, wenn man einen Einkaufswagen haben will? Ein Euro oder so ein Einkaufswagen-Chip. Also ich habe immer mindestens einen Euro in der Hosentasche, weil ich habe zwar auch so ein Ding am Schlüsselbund, wo man manche Wagen mit entriegeln kann, ohne dass man was drin lassen muss. Aber das passt halt nicht bei jedem, je nachdem, wie die Technik gebaut ist. Also den Euro habe ich eigentlich beim Einkaufen immer in der Hosentasche, in jeder Hose, die ich anhabe. Die wollen das aber dahingehend digitalisieren, dass man keine Münzen mehr braucht, sondern dass man mit dem Handy den Einkaufswagen entsperrt. Na, weil Bargeld soll ja sowieso abgeschafft werden und dann macht das ja Sinn, wenn man kein Bargeld mehr hat, könnte man ja sonst gar nicht mehr einkaufen gehen, also mit dem Handy. Das soll dann so laufen, dass man dann von dem Geschäft, in dem man einkaufen will, die App braucht, um den Wagen zu entriegeln. Ein Argument dieser Firma ist, na, es würde die Sache dann für den Kunden vereinfachen. Vereinfachen? Ich brauche für jeden Laden, in dem ich einkaufen will, einen Einkaufswagen nehmen will, die App von dem Laden. Also für jedes Geschäft eine andere App. Im Zweifelsfall komme ich irgendwo in die Stadt, da ist ein Geschäft, das bei mir daheim gar nicht gibt. Dann muss ich erstmal die App runterladen auf dem Parkplatz, damit ich einen Einkaufswagen nehmen kann. Was ist denn das für eine Vereinfachung? Natürlich ist das einfacher. Ich habe dann mein Dritthandy dabei, wo nur Apps von den Geschäften drauf sind, zum Einkaufswagen entsperren. Ey, merkt ihr die Einschläge noch? Was macht denn das einfacher? Und was ist mit den Leuten, die kein Smartphone haben? Oder was ist, wenn ich da irgendwo im Funkloch stehe, auf irgendeinem Dorfladen, der aber auch meint, oh, ich brauche moderne Einkaufswagen. Ich habe zwar keine Bananen hier, weil ich auf dem Dorf wohne, aber Einkaufswagen mit elektronischer Entriegelung und da ist gar kein Handynetz und ich kriege meine App gar nicht geöffnet. Das ist der echte Vereinfachung. Ihr merkt doch die Einstellung. Ich mache die Dinger doch umsonst oder baut Sperren drin, dass man Parkplätze damit nicht verlassen kann, dass sie nicht geklaut werden. Gibt's ja alles schon. Oder stellt einen da vorne hin, gibt, dass man Personalausweis abgibt, wenn man Einkaufswagen haben will und der Türsteher gibt einem Perso zurück, wenn man dann am Einkaufen rauskommt. Klappt in der Disco mit Minderjährigen doch auch. Aber ich will doch jetzt nicht von jedem Scheißladen, in dem ich vielleicht mein Leben lang nur einmal einkaufe, diese dämliche App runterladen, die mir dann nichts bringt, außer dass ich einen Einkaufswagen nehmen kann. Echte Vereinfachung, super. Ich reg mich jetzt schon gar nicht drüber auf, dass in dem Artikel drin stand, dass bei Lidl und Kaufland, also in der Überschrift, Lidl und Kaufland demnächst fällt ein wichtiges Hilfsmittel weg. Ja, die wollen vielleicht irgendwann mal testen. Im Artikel steht dann drin, die machen das ja noch gar nicht. Die wissen auch noch nicht wann. Na, aber hört auf mit dem Scheiß. Ich will weiter meinen Euro darin. Oder wie früher, dann bleiben die Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und irgendein Schüler rennt dann danach mit das rum, sammelt ein und schiebt sie wieder an die Eingangstür. Dann sind wenigstens ein paar Leute, die noch ein bisschen nebenbei Geld verdienen können. Es gibt genug, die das machen würden und die sich freuen würden, wenn sie da noch ein paar Euro für kriegen. Hier, ich lade jetzt 780 verschiedene Apps runter, weil ich in jedem Laden andere brauche. Ihr merkt doch die Einschläge nicht. Ich glaube, heute gehe ich mit dem Körbchen einkaufen. Mal gucken, wann man da dann dafür einen 100-Euro-Schein braucht oder was auch immer. Oder eine goldene Amex. Ich reg mich nicht auf. Ich genieße jetzt das Wetter. Und hoffe, dass meine Frau einen Weg findet. Man sieht sich. Schönes Wochenende.